So, und damit willkommen zurück bei Let's Play Velvet Assassin. So, in der letzten Folge sind wir ja hier, nachdem wir diesen einen Agenten gefunden haben und ausgeschaltet, sind wir ja hier durch diese, ja, ich will sagen, durch diese Kanalisation gegangen und sind jetzt hier schon wieder bei einem, der anscheinend einen Weghustenbomben braucht. Na gut, gucken wir erstmal. Na, was ist, Kollege? Komm, geh mal weg. Geh mal weg, geh mal weg. Ja, ja, genau. Geh mal weg. So. Also mit den... Alter, das gibt's nicht. Alter! Nein, nein, nein! Mann, das darf doch nicht wahr sein, ey. Wie können die einen denn... Das gibt's nicht. Scheiß Licht. Nein, komm nicht hin. Lass mich in Ruhe, Kollege. Komm da nicht durch. Hier war doch nichts. Das war nur ein Schatten. Du hast nur einen Schatten gesehen. Das könnte auch eine Maus gewesen sein. So, jetzt gucken wir erstmal vorsichtig da durch, ob der Typ weg ist. Okay, der geht. Sehr schön. Hoffentlich geht er jetzt nicht zu schnell. Bitte, bitte, bitte. Mist. Okay, das müssen wir anders machen. Gut, verfolgen wir erstmal die Routen von den beiden. So, der dreht sich um. Der kommt aber nicht hier hin. Dieses scheiß Licht. Ja, das kann einfach nicht aufhören zu flackern. So ein blöder Mist. Und der dreht einfach eine komplette Runde. Gibt's hier einen Stromkasten? Nein. Was? Stecken. Kommt doch garantiert gleich hier hin, ne? Das weiß ich doch noch. Ja, bingo. Hoffentlich kommt bald die Ablöse. Stirb, Miststück! Verdammt, ey. Ja, ja. Ach, nee, nee, nee. Müssen wir anders machen. Also, weißt du, manchmal sind die echt blind und stehen direkt vor einem und sehen einem nicht. Genau. Das war zwar jetzt total schief, aber egal. So. Machen wir das jetzt. Komm, geh aus. Nee, Moment. Ich muss mir erst was überlegen. Das bringt nichts. In der Ecke ist auch dunkel. Okay, dann warten wir gleich hier vorne. Junge, Junge. So viel Spannung ist ja kaum auszuhalten. Ja, wem sagst du das, Kumpel? Komm, geh aus. So, schnell dahin, schnell dahin, schnell dahin. So, wie geht denn der jetzt? Moment, ich habe eine Idee. Gasmaske? Mist, das bringt nichts. Okay, dann lösen wir es halt so. Zack. Gut, ja. Ich weiß, das war jetzt nicht die stealthige Art. Aber so geht's halt auch. Ne? So, Kollege. Dich legen wir mal hier hin. So, erstmal die Maske abziehen. Darunter stinkt's nämlich. So. So. Und du kannst deinem Kumpel da gleich mal Gesellschaft leisten. So. Und zack. So, jetzt können wir uns auch hier frei bewegen. Jetzt müssen wir gleich mal ein Medipack finden oder irgendwie sowas. So, hier ist nichts. Okay.
Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Und da ist auch schon wieder der nächste. Der steht da. Da ist ein Explosivfass. Also ein explosierendes Fass halt. Ne? Moment. Also wir gehen erstmal hier runter. Da sind wir eh sicher. So. Schade, dass es kein Gasfass ist. Ach, sehr schön. Medikit. Kann ich es auch verwenden? Nein, scheinbar nicht. Ich weiß. Wie setzt man nochmal. Wie war das nochmal mit Morphium? Das hatte ich jetzt eh. Kurz mal nachgucken. Morphium benutzen. F. Okay. Nee, muss jetzt nicht sein. Jetzt setzen wir mal das Morphium ein. Ja, komm mal zurück. Komm. So. So, den haben wir auch. Sehr schön. Jetzt haben wir zwar kein Morphium mehr, aber ist ja nicht so schlimm. Oh, scheiße, hier wären Gefäße gewesen. Mist. Die habe ich gar nicht gesehen. Gut, ja, hätten wir auch so lösen können, aber so geht's auch. Jetzt ist eigentlich so ein komisches Gesicht, ey. Also ich finde, das habe ich relativ gut gelöst. So, gucken wir mal hier durch. Da kommt dann auf uns zu und wir sind, wie ich das sehen kann, direkt im Helden. Schon mal sehr schlechte Bedingungen, um diesen Raum zu betreten. So, jetzt. Runter. Alter, das gibt's doch nicht. Ach, verdammt, ey. Das war's dann wohl. Ja, ich kann mich auch nicht mehr weiter bewegen. Natürlich war's das. Ah. So. Ach nee, nicht schon wieder von hier, ey. Das ist doch blöd. Maske auf. Ich überlege, ob wir jetzt hier schon das Morphium einsetzen. Ja, komm. Nee, das Licht geht wieder an. So. Ja, Alter, dieses Lied kennen wir jetzt schon mittlerweile auswendig. Kannst dir schenken. Mist. Ja. Leider ging die Giftmaske nicht. Die Giftmaske. Die Gasmaske ging leider nicht. Das war jetzt ein bisschen doof. Boah.
Boah, das ist ein knappes Zeitfenster jetzt. Das klappt, was ich vorhab. Also wenn das klar jetzt klappt, sparen wir uns auf jeden Fall Muni. Komm, geh aus. Ist sofort stehen bleiben! Mist. Ach, Kacke. Genau das wollte ich nämlich eben verhindern. So. Nehmen wir dich aber auch mal mit. Du kommst noch woanders hin. Du kommst wieder hier zu deinem Kollegen in die gemütliche Kuschelecke. So. Na komm. Und dann. Wie? Was? Was wollt ihr denn da unten? Hier ist. Ja, natürlich. Komm, jetzt geh. Also, dunkle Ecken sind mir immer am liebsten. Ja, genau, geh mal wieder weg. Oh, shit. So, leise. Mich wundert übrigens, dass sie das schon nicht hören, ey. Komm, geh da hin. Mist. Ach, Mann. Ey, wieder. Wieso. Ja, wieso hat er das Gas denn nicht einge. Ach. Ist doch wieder alles Kacke. Das ist doch Käse, Mensch. Ach ja, wie sagt man immer, alle guten Dinge sind drei, ne? Ja, geh, komm, hau ab. So. Na ja, gut. Aber irgendwie funktioniert das nicht immer so mit dem Gas. Also das Gas will nicht immer sofort. So, dich legen wir dahin. Und ich schätze mal, eure Kollegen, die sind schon wieder voll alarmiert, ne? Also schnell beeilen. Ich glaube, das könnte ich jetzt nutzen, wenn ich es richtig mache. Ach Mist, genau jetzt steht er da nicht. Mist. Ja, ich glaube, da müssen wir das Morphium einsetzen. Ja. Ja, komm, kannst dich später bei deinem Job beschweren. Jetzt komm hier hin. Schnell beeil. So. Das haben wir sehr gut gelöst. So, jetzt kommt ihr beide mal hier in die Ecke. Da sieht euch hier keiner. So, und du daneben. Dann passt das doch. Zack, Medikit. Ach ja, die nimmt das ja. Ja, klar. Die nimmt das ja automatisch. War hier nicht ein Sammlerstück? Irgendwo? Hm. Anscheinend nicht. So, wie kommen wir jetzt hier rein?
Okay, jetzt müssen wir gerade mal die Lage hier checken. Nee, muss jetzt nicht sein. Ich sehe den da hinten nicht. Wo ist denn der? Der geht immer seine Runde da. Okay. Das heißt, wir versuchen jetzt mal hier um die Ecke zu kommen. Okay, der geht immer bis dahin. Gut, jetzt geh, komm. Ist da oben noch jemand? Auf den ersten Blick nicht, okay. Alter, liegt eine Leiche. Ist ja ekelhaft. Haben wir ja noch nicht so oft gesehen, ne? Ja, komm, hau ab. Puh, das ist nicht einfach. Der hier ist das Problem. Alter, ist das schwierig. Jetzt, ich kann da nicht rum, um den da hinten zu kriegen, weil der sieht ja alle das hier. Oh, neues Lied. Boah, ist das schwer. Alter Schwede, wie soll man den denn kriegen, ey? Jetzt bin ich überfragt. Jetzt bin ich wirklich überfragt. Was? Habe ich jetzt nicht verstanden. Jetzt bin ich wirklich überfragt. Moment. Wenn er jetzt da hinten hingeht, wie guckt er denn? Wie dreht er sich jetzt um? Der dreht sich nach da um. Das heißt, wenn ich Glück habe, checkt er das nicht. Ich muss mich also verdammt beeilen jetzt gleich. Also das heißt, ich warte jetzt, bis er nach links geht, dann dreht er sich um, wenn er links geguckt hat, und dann muss ich den hier kalt machen, ganz schnell. Sehr riskant, könnte aber klappen. So. Dann drehe ich um. Geh los. Scheiße! Oh. Hat er gar nicht gehört. So. Scheiße! Hast doch gemerkt, ey. Verdammt. So, jetzt sehen wir euch erstmal hier in die Ecke. So, hier hinter. Dann sieht euch auch keiner. Alter, konntest du nicht einfach weitergehen, ey? Mein Gott. So, du kommst... Naja, da liegst du noch ein bisschen im Licht. Ich meine, hier kommt ja eh keiner vorbei, aber falls... Man muss euch ja nicht sehen, ne? Oh, Körper durchsuchen. Ein glänzender Schlüssel und Luger-Munition, was immer das ist, beziehungsweise wo... Für auch immer die gut ist. Oh, das ist der nächste Agent, ne? It was Jerzy Jarkovic, codename Wojciech. His skin showed red spots. He had taken cyanide.
sais ce qu'ils lui feront. On ne peut pas le permettre. Et elle pourrait nous être utile. Ne sois pas idiot, Paul. Non, on ne peut plus prendre ce risque. Les SS sont déjà sur notre piste. Nos camarades ont peur pour leur famille. Ils sont terrorisés. Tu ne crois pas que je le suis. Nous ne devons pas nous précipiter. Tu es trop nerveux. Nous avons bien fait. Aurions-nous dû la laisser mourir? Regarde-la. Ce n'est pas la peine. Elle est plus morte que vive. Tu veux sacrifier tout un village, les femmes et les enfants? Elle a un ange gardien puissant. Il nous a menés à elle pour que nous l'aidions. Son destin est le nôtre. Ne le vois-tu pas? Il ne faut pas croire tout ce que tu vois. Ziel erreicht. Finde Agent Wojciech. Okay, was haben wir denn hier? Morphium, Gasmaske. Ja gut, die habe ich ja schon. Und das Medikit. Gut. Finde einen Weg heraus, um den dritten Agenten zu folgen. Okay, aber bevor ich das mache, mache ich hier erstmal eine kleine Pause. Und ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin.